Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video zeige ich euch mal einen Glitch, mit dem ihr eure Outfits unendlich spawnen lassen könnt, wenn ihr euch sie zerstört habt. Das funktioniert mit allen möglichen Autos, auch mit einem MK2 Bike funktioniert es, mit allen sämtlichen Helikoptern. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns auch schon direkt losstarten. Für diesen Glitch brauchen wir eine Basis. Wir begeben uns einmal dorthin. Dort in der Basis angekommen, gehen wir einmal auf Options, dann gehen wir auf Online, dann gehen wir runter zu den Spielelisten, einmal eine Spieleliste erstellen, gehen dann runter auf Deathmatch, irgendein Deathmatch hinzufügen, einfach das Erstbeste. Wir speichern die Spieleliste einmal ab. Haben wir das gemacht, dann starten wir diese Spielliste einmal. Einfach nichts machen. Wir suchen uns jetzt einmal den Bot raus. Für die PlayStation 4 ist das Anavac 2P4 und für die PlayStation 5 ist das Anavac 2P5. So, wir gehen auf das Profil drauf. Wir drücken einmal auf X, Gruppe beitreten. Sobald wir das gedrückt haben, einfach jetzt ungefähr für 10 Sekunden die R3-Taste durchspammen. Für ungefähr 10 Sekunden haben wir das gemacht. Dann spammen wir jetzt die X-Taste durch. Das heißt, alle Meldungen einfach annehmen. Dann werden wir wieder zurück in unsere Basis geportet. Wir gehen einmal auf Options, auf Online. Und wenn bei euch jetzt die Spielerliste ausgegraut ist, dann habt ihr den Glitch auf jeden Fall gehittet. Ja, wir gehen jetzt einfach nur noch aus der Basis raus. Und jetzt draußen angekommen, seht ihr hier mein MK2-Bike einfach zerstören. Und das MK2-Bike spawnt sofort wieder hinter mir. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.